Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divine Divinity. Wir sind zur Göttlichen geworden, beziehungsweise Gary Linde ist zur Göttlichen geworden. Und deshalb haben wir jetzt auch noch ein paar neue Skills. Wir sind in der Ödnis angekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mit denen haben wir schon geredet, mit Garth und Drox. Und wollen uns hier dann mal umschauen. Wir können auch gerade mal auf die Karte schauen. Ja, aus irgendeinem Grund wissen wir hierüber schon was. Ich glaube, durch die beiden, ich bin mir nicht so sicher. Auf alle Fälle, ihr seht, die Karte ist... Oh, hier unten wissen wir auch schon ein bisschen was drüber. Die Karte ist etwas größer, aber nicht so groß. Ich denke mal, wir kommen hier relativ gut durch. Und das ist das letzte Kapitel vor dem Finale. Und was wir jetzt noch haben, ist der Pfad des Göttlichen. Hier kriegen wir jetzt bestimmte Skills noch. Schauen wir uns die einfach mal an. Teleport, okay. Durch pure Willenskraft könnt ihr euch augenblicklich zu irgendeinem Ort innerhalb eurer Sichtweite teleportieren. Nett. Könnte super sein. Göttlicher Tod beschwört einen göttlichen Eingriff, um euren Feinden starken Schaden zuzufügen. Ja. Könnte nett sein. Geistgestalt. Verlasst eure sterbliche Hülle und nehmt die Gestalt eines Gespenstes an. Die war, glaube ich, auch irgendwie ganz nett. Hin und wieder mal ganz schön. Sengen verursacht sengenden Schaden in einem Zielgebiet. Klingt auch gut. Das klingt nach Massenschaden. Das finde ich gut. Segen des Himmels beschwört die Götter, euch Schutz und Stärke gegen diejenigen zu geben, die sich euch entgegenstellen. All eure Hauptcharakterwerte und Resistenzen werden um 20% erhöht, also prozentual auch noch. Und dauert 30 Zeiteinheiten, das ist relativ lange. Göttliches Auge, magisches Auto, mit dem wir scouten können, nicht so toll. Temporaler Sturm beschwört einen magischen Sturm, um den Verlauf der Zeit zu verringern und somit eure Feinde zu verlangsamen. Das kann gut sein. Und Blitzkaskade, sendet die Macht der Stürme aus, die wie Blitze zwischen euren Gegnern tanzen und einen nach dem anderen erschlagen. 20 plus 30 Blitzschaden bei allen, die von einem Blitz berührt werden. Also, ich wäre eigentlich dafür, dass wir auf jeden Fall den göttlichen Tod nehmen. Das wir haben auch gut. Eine ganze Menge Punkte. Wir nehmen auf jeden Fall Sengen. Wie wunderbar. Wir nehmen auf jeden Fall die Blitzkaskade und den temporalen Sturm. Herrlich. Wir haben auch ein bisschen gespart hierfür. Das heißt, wir können uns hier ein bisschen mehr gönnen. Ich will auf jeden Fall den göttlichen Tod auf Maximum haben. Das tat gut. Wie wunderbar. 5 rein da. Bam. 140 plus 150 Schaden. Sehr, sehr nice. Eigentlich wäre Segen des Himmels noch ganz cool. Ich werde mir auf jeden Fall einen aufsparen für eventuell die Geistgestalt. Oder wir nehmen sie einfach mal, damit wir sie einsetzen Herrlich. Können. Nur für den Fall, dass es gut ist. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch einen Seng, einen temporalen Sturm. Ich wäre eigentlich nochmal für temporalen Sturm. Probieren wir mal. Wir nehmen noch einen in Blitzkaskade. Einen spare ich mir mal auf. Und dann gucken wir mal, wie das sein wird. Wo ist es denn? Da. Göttlicher Tod. Den will ich auf jeden Fall sehen. Denn göttlicher Tod kann auch instant töten. Soweit ich weiß. Ja, andere Sachen sind alle Quatsch. Wir haben ja das, was wir benötigen. Wir können jetzt noch ein bisschen unsere Sachen verbessern. Ich bin mir aber nicht so sicher, was. Ich meine, wir haben fast 500 Gesundheit. Das ist cool. Sonst würde ich noch ein bisschen auf Konstitution gehen. Auf jeden Fall holen wir uns die Intelligenz noch. Ja, komm. Eigentlich voll auf Int. Oh, wir haben ganz schön viele Punkte. Okay, dann können wir auch noch ein bisschen was in Konsti reinkloppen. Und 5 noch in Stärke. Und warum nicht, ne? Ein bisschen mehr Gewicht tragen kann auch gut sein. Nicht, dass wir es unbedingt brauchen, aber... Ja, komm. Komm, sieht gut aus. Hier Hälfte von der Intelligenz an Stärke. Einiges an Konstitution. Sehr, sehr gut. Wir haben 534 maximale Gesundheit. Wir speichern das natürlich. Zap, läuft, wunderbar. Garth und Drox, du haben Gold, ne, das hatten wir alles schon. Deswegen lassen wir das. Und ja. Ach, schön, jetzt sind wir im letzten Kapitel. Ja, es gibt anscheinend nur die. Oh, Kakteen, was können wir... Ah, die sind wieder für unsere Tränke zuständig. Haben wir noch was dafür, ist die Frage. Ich bin jetzt relativ unvorbereitet hier hingegangen mit 7 kleinen und, na gut, 72 normalen Regenerationstränken ist nicht wirklich unvorbereitet. Super Heilung und super Magie. Herrlich. Kann man nicht loswerden, den Quatsch. Das tat kein gut. Mensch. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Von dem, was wir da haben. Wir haben jetzt nicht wirklich leere Flaschen gehabt. Doch 2 große leere. Die würde ich aber lieber mit Lebensenergie füllen. Weil wir haben noch 2 hiervon. Da ist es doch wunderbar. Ja, und jetzt seht ihr hier kleine Imps. Und das sind Gegner. Und hier ist nämlich jetzt... Hier müsste es vor Imps wimmeln. Vor Wimps immeln, ja. Es immelt vor Wimps. Und das war immer, was mich so ein bisschen angekekst Herrlich. Hat an diesem Teil das des Spiels. Deswegen habe ich nicht weit gespielt. Ah ja, komm.
Also göttlicher Tod, 2 Treffer, ist geil. Wie viel braucht der? 24, okay. Ha. Also kleinere Gegner werden hierbei, glaube ich, sofort getötet. Okay, also göttlicher Tod ist nice. Und er hat eine immense Reichweite. Scheint aber bei dem Impmagier nicht wirklich zu funzen. Beim Schamanen auch nicht. Den Häuptling hat es aber direkt gekillt. Okay, also sind Magier immun? Wartet mal, da müssen wir mal nachlesen. Die Musik ist auch eine ganz andere, wie ihr gehört habt. Ziel muss eine Geistesresistenz von 50 haben oder sterben. Das heißt, sie haben eine gute Geistresistenz, schätze ich. Dann versuchen wir es mal anders. Was haben wir denn noch schön? Das ist eine Blitzkaskade. Okay, warte mal, müssen wir mal näher ran. Ja, das sieht schon mal gut aus. Okay, das ist was für viele Gegner. Sengen. Oh ja, schön. Damit können wir einfach mal auf dem Boden viel Schaden anrichten. Auch gut gegen viele Gegner, das, was wir noch überhaupt nicht hatten. Temporaler Sturm. Jetzt sind wir schneller und die anderen verlangsamt. Geistgestalt können wir ein andermal testen. Ja, sonst. Also wirklich gute Fähigkeiten gibt es jetzt nicht. Schade aber. Und Gegenstände identifiziert, was auch immer das heißt. Schade aber, dass es nicht einfach wirklich Schaden macht, wie ich es gerne hätte. Okay, der temporale Sturm ist irgendwie ziemlich nervig. Könntest du sterben, Imp? Das wäre voll nett von dir. Oh mein Gott, mache ich wenig Schaden an denen. Leute, okay. Hier müssen wir uns was anderes ausdenken. Wer ist hier mit? Sieht schon besser aus. Okay, der sieht auch tot aus. Wow, okay, wir müssen uns erstmal an die neuen Gegner hier anpassen. Und ihr seht ja, der göttliche Bla macht jetzt nicht wirklich unendlich viel Schaden. Okay. Der Schaden ist nicht wirklich toll, aber... okay, hier müssen wir sogar zweimal besiegen. Aber da die wenig Geistresistenz haben, die meisten hier, kann man die einfach so töten. Das ist cool. Außer natürlich den Magier. Ja, der hat leider mit seiner Resistenz widerstanden. Wir könnten ihn mal einfrieren. Wir könnten gucken, ob ein bisschen Blitz ihm Schaden machen. Nicht wirklich einfrieren, hat auch schon nicht wirklich geklappt. Ja, okay, Blitz gehen aber. Besser als der andere Quatsch. Ach komm schon, die! Alter, guck mal, was der aushält. Das ist ja ekelhaft. Ich hasse es, wenn die so hohe Resistenzen haben. Ich glaube, deswegen hat mich diese Gegend hier auch so ein bisschen angekekst, weil der göttliche Tod nicht wirklich toll war. Die. Abgesehen bei denen. Bei denen ist der extrem geil. Und bei dir auch. Guck mal, wenn sie keine Geistesresistenz haben, sind die so schnell tot damit. Das ist so... Oh Gott, jetzt schaut es euch an, weswegen diese Gegend hier einfach nur Kacke ist. Und zwar so richtig Kacke. Ich meine, hey, wir haben hier Instant-Kill, solange sie keine Geistesresistenz haben, aber oh mein Gott. Und die brauchen alle 2 Treffer, damit sie endlich tot sind. Also hier werden wir uns doch eine Weile vielleicht aufhalten mit dem Kram, weil wir sind noch nicht weit gekommen und jetzt alles voller Gegner. Komischerweise Imps, das finde ich so ein bisschen strange, weil warum? Warum sind hier die Imps? Hier vielleicht doch mehr auf Intelligenz gehen sollen und mehr Mana mitnehmen. Okay, oh Gott, schaut mal, wie viele davon hier sind. Der Imp-Häuptling vielleicht noch? War es wirklich? Das blöde Vieh hat eine Geistesresistenz, die so hoch ist, dass es überlebt? Ja, die auch. Finde ich ja schon ein bisschen krass, oder? Also gegen die Typen kommen wir nicht gut an. Ja, mal gucken, was wir da noch machen können. Also wir werden enorm viele Tränke verschwenden hierbei. Man schaut es euch an, hier, wie viele wir brauchen, damit das Vieh endlich mal drauf gehen kann. Lehrlingskristallring, jo, Kristallringe können wir immer gerne mitnehmen. Vielleicht sollten wir doch mal versuchen, hier auf Blitzkaskade zu gehen. Das ist schon schöner. Man schaut es euch an, es macht nicht wirklich viel Schaden, aber es trifft enorm viele Feinde. Und das für nur einmal Mana, also das hilft schon. Alter. Ja, die Fähigkeiten der Göttlichen sind natürlich nett, aber jetzt so nett leider auch nicht.
schade. Ich hätte gedacht, wir wären auf jeden Fall besser vorbereitet. Und könnten hier mehr reißen. Aber wie gesagt, deshalb fand ich dieses Gebiet auch extrem doof. Richtig doof. Ja. Aber wenigstens spiele ich ein bisschen... Oh mein Gott! Alter, jetzt sind wir aber ganz schön in Bedrängnis. Wartet mal. Dann senken wir uns ja halt den Weg durch. Sengen! Oh, ich bin fast tot. Ja, aus dem Grund ist mal wieder die Dings super. Sengen bringt's halt auch nicht, ne? Das ist so bescheuert. Ich mag dieses Gebiet nicht, Leute. Versuchen wir mit Elementarblitzen. Ey, schaut's euch an, wie viele die Penner beschwören können. Ist doch einfach ekelhaft. Ja, okay, Elementarblitze sind besser. Wie man sieht. Viel, viel besser. Ja, und wir sind schon fast down. Zauberschild bringt uns hier gar nichts. Ich glaube nicht mal, wenn es voll ausgebildet wäre, würde es uns wirklich was bringen. Das ist doof. Ich meine, wir können ein paar davon schnell loswerden. Aber halt nur die Beschworenen, ne? Weil die absolut keine Geistesresistenz haben. Wow, schaut euch an, wie viel das ist! Alter! Ich bin verdammt nochmal die Göttliche, was soll denn der Scheiß? Könntet ihr jetzt bitte abnippeln? Das war schon fast Verschwendung für einen Imp, der fast tot ist. Also, das ist heftig hier, der Teil. Also, der ist richtig, richtig übel. Ich bin gespannt, wie das Finale wird. Ihr wisst ja, ich habe es noch nie gespielt. Es muss also gut werden, sonst habe ich ein Problem. Ey, stell dir mal vor, ich mache hier immer noch so eine Scheiße. Was soll denn das? Die ganzen Fähigkeiten der Göttlichen sind jetzt nicht so tolle. Ja, endlich wieder ein Tod. Die setzen wahrscheinlich auch Elementarblitze gegen mich ein, hier das. Lalala, lalala, ihr seid alle doof. Ich kann eurem Scheiß davonlaufen, nur leider geht's irgendwie nicht weg. Was soll denn der Quatsch? Okay. Take one for the team. Na, komm. Du sollst sterben. Dankeschön. Alter, es ist so eklig, dieses Spiel jetzt. Wisst ihr noch, wie wir so vorher weggeklatscht haben alle, oder? Und jetzt? Jetzt? Gar nichts. Nix da. Alles tot. Alles unser Problem jetzt. Wir müssen vielleicht ein bisschen taktischer hier vorgehen. Ich weiß, dass hier noch ein Stab lag. Ja, da hinten. Und das sind die scheiß Schamanen-Beschwörer-Schweinebären. Jo, du kannst ruhig reinlaufen und die Sachen in den Kopf hauen. Das ist mir Energie ist okay. Aufgebraucht. Oh Gott, Leute, wir werden so an Tränken mangeln hier. Und schaut euch an, wie viel Schaden wir nur machen. Das ist fast gar nichts. Ich meine, der göttliche Tod ist awesome. Ich hätte wahrscheinlich nichts von dem anderen Quatsch skillen sollen. Ich glaube, die Geistergestalt könnte noch helfen. Versuchen wir sie einfach mal. Geistergestalt. So, und jetzt? Wir haben keinen Mana. Und wir haben fast keine Gesundheit. Ich glaube, wir sind jetzt tot. Es könnte aber auch sein, dass wir damit hier einfach durchrennen können. Es kann sein, dass wir uns gar nicht angreifen. Oh, ja, so greifen das nicht an. Das ist ja schön. Dann machen wir hier mal ein bisschen schneller durch. Ich weiß nicht, ob das so... Oh Gott, das hat wehgetan, was auch immer das war. Aber irgendwas hat uns getroffen. Oh mein Gott, schaut, wie viele hier noch rum sind. Ich fürchte, aber wir brauchen die. Ja, die greifen uns doch an. Ach so, jetzt bin ich auch wieder normal. Ich fürchte, aber wir brauchen die ganzen Gegner hier. Oh nein, einfach weil sie uns noch XP geben, die wir gebrauchen können. Aber wir sind 5 Level oder so gestiegen, also... Ja, wir brauchen eine ganze Menge XP. Ich muss mich ausruhen, ehe ich einen weiteren Zauberspruch anwenden kann. Ich weiß nicht, wie wir hier durchkommen sollen, Leute. Da hat's wieder einen erwischt. Die können wir mit göttlichem Bla kaputt hauen. Leute. Ich glaube, Geistergestalt wäre hier echt das Beste und einfach durch. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das so gut ist. Und ich weiß, dass wir hier noch was Schönes finden können. Ich weiß noch nicht genau, wo.
Das ist mir leider nicht bekannt. Ach komm, ihr seid so nervig. Okay. Nee, ich will echt versuchen, hier alle zu töten. Einfach nur für die paar XP, die wir noch bekommen können. Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob unsere Tränke dafür reichen werden. Ich finde es irgendwie immer noch sehr doof, dass wenn der Beschwörer weg ist, die Beschworenen nicht weg sind. Aber ihr habt es ja gesehen, die haben uns eben da eine riesige Armada beschworen, gegen die wir auf einmal kämpfen müssen. Und das ist einfach nur, weil die nicht sterben wollen, die Viecher. Und die sind eine ganze Menge von diesen Beschwörern. Ich würde halt gern wissen, warum die Imps hier rum sind. Ob denen irgendwas versprochen wurde und sie deswegen hier mitmachen oder sowas. Oder ob sie hier eine ganz eigene Agenda haben. Na komm, 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 stirb! Bevor du deinen Penner beschwörst, Senkel. Es ist dummerweise auch anscheinend also nicht so gut, wenn wir hier Feuer verwenden, weil die sind ja auch relativ feuerimmun, die Schweinebärchens. Es ist so schön, dass wir die instant killen können. Gut, für die hier, die sind eigentlich gar nicht so übel, weil sie bringen doppelt XP und zwar doppelt immer den gleichen Wert. Das ist schon cool. Ihr seht's ja, wir reißen uns hier durch, das ist super. Zumindest was die Typen hier angeht. Alle anderen sind scheiße, aber die hier gehen, die sind absolut in Ordnung. Solange wir nicht mitten reinlaufen, das wäre natürlich auch blöde. Was mich ein bisschen hier stört an diesem Teil, also an dieser Sektion, wo wir gerade sind, ist, dass die alle enorme Resistenzen haben. Finde ich ein bisschen sinnfrei, weil warum haben Imps auf einmal so mega Resistenzen? Ja, gegen einen haben die keine Chance, der arme Kerl. Der hat absolut keine Chance. Oh, Zandalor, der lebt noch. Zandalor, die Göttliche ist und zurückgekommen. Gepriesen seien die Sieben. Kommt, lasst uns den Kampf mit Ahu zu Ende bringen. So, dass wir ihm unseren Gruß darbringen können. Fluff, 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 die Göttliche? Flachs, diese Menschenfrau. Ja, Imps müsste melden, Herrinnen, Zauberer kann noch warten einen Tag. Oh, okay. Flachs noch einmal, müsste der Kater auch einen Tag warten? Ich hunger. Flax, Flax, Kater auf links. Schade, aber Göttliche zu wichtig für dunkle Herrinnen. Ja, Imps gehen. Gut. Tschüss, Imps. Hey, Zandalor, ne? Glückwunsch, meine Heldin, ihr habt es geschafft. Ihr habt die Prüfung bestanden und seid ohne Hilfe aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. So habe ich keine Zweifel mehr, dass ihr die Göttliche seid, von der die Prophezeiung spricht. Ihr kehrt im letzten Augenblick zurück, werte Freundin. Nun kann ich wieder hoffen, dass wir noch den Sieg davon tragen. Ja, was ist das für ein Ort hier, Zandalor? Dieses faulige Ödland ist alles, was von Yulud-Gor geblieben ist. Einst Heimat der stolzen, wenn auch fehlgeleiteten Orks. Der Schwarze Ring hat innerhalb der letzten Monate erschreckend an Macht gewonnen. Sie sind zu der Ansicht gelangt, dass sie künftig ohne ihre Verbündeten, die Orks, auskommen. Sie öffneten die Pforten des Chaos und setzten tausende Dämonen frei. Weint ihr Götter, ein edles Volk wird aussterben. Monate? Wie lange war ich fort? Oh, ich fürchte für eine ganze Weile. Die Uhren laufen anders im Totenreich. Der Rat der Sieben hätte euch eigentlich schon vor langem rufen sollen, aber nach eurem Abschied entwickelten sich Dinge für uns sehr unvorteilhaft. Okay, was geschah denn dann? Ich weiß noch immer nicht, wie das geschehen konnte, aber irgendwie gelang es dem Schwarzen Ring, angeführt vom Dämonen Janus, in dem großen Beratungssaal einzudringen. Nur ich allein konnte dem Blutbad entkommen. Erzählt mir von ihm. Wie wir vermuten, existiert der Sohn des Herzogs nicht mehr. Der Dämon der Lügen nahm just in dem Moment Besitz vom Körper des Knaben, in dem dieser das verfluchte Schwert berührte. Er bediente sich Janus' Stellung, um seine finsteren Machenschaften voranzutreiben. Als das heraufbeschworene Chaos groß genug geworden war, warf er seine menschliche Hülle ab und nahm seine widerwärtige, natürliche Gestalt an. Diese Kreatur ist ein kleiner Teil der Seele des Herrn des Chaos, dem bösen Gott aus den alten Sagen. Der Dämon der Lügen versucht sich wieder mit dem Rest des üblen Geistes des Chaos zu vereinigen. Wenn es ihm gelingt, sind wir alle verloren. Was meint ihr damit, wenn ihr sagt, ihr seid zurückgekehrt, ohne dass man mir geholfen hat? Mit dem Ritual sollten die Ratmitglieder euch zurückrufen. Unglücklicherweise wurden wir durch das Blutbad an der Erfüllung dieser Aufgabe gehindert. Und doch ist es euch irgendwie gelungen, ohne fremde Hilfe aus dem Totenreich zurückzukehren. Auch wenn wir mehr Zeit verloren haben, als wir glaubten, überleben zu können, ist noch nicht alles verloren. Eure Rückkehr, meine Gottheit, entfacht wieder das Feuer der Hoffnung. Ja, so göttlich bin ich nicht. Ich brauche nicht nur einen Schlag, um alle zu töten, also nicht bei allen zumindest. Wie konntet ihr denn entkommen? Ahu hat mich gerettet. Unser kleiner Freund bemerkte, dass sich die Sperren, die ihn am Betreten des Beratungssaals hinderten, plötzlich aufgelöst hatten. Er war so klug zu begreifen, dass wohl jemand versuchte, unerlaubt einzudringen.
Der Dämon hatte mich in einer magischen Falle gefangen, aber in seiner Arroganz kümmerte er sich nicht darum, weitere Maßnahmen zu ergreifen. So konnte Ahu mich von dort wegteleportieren, gerade als mich das Ungeheuer verschlingen wollte. Tragischerweise kam Ahu aber zu spät, um den Rest des Rates der Sieben zu retten. War das ein Ork, den ich an eurer Seite kämpfen sah? Ja, armer Galak. Ein tapferer Kämpfer in den letzten Monaten. In den letzten Monaten haben Ahu und ich versucht, also der da liegt wahrscheinlich, den Schwarzen See zu erreichen. Wir konnten aber nicht weiter als bis hierher vordringen. Mit einer Handvoll tapferer Ork-Krieger gelang es uns bisher, dieses Dorf zu verteidigen. Aber ich fürchte, es wird bald fallen. Und wenn wir dann noch leben, werden ohne Zweifel noch, Zweifel noch weiter zurückgedrängt werden. Ach, es gibt hier ein Dorf. Okay, ja, ja. Gute Götter, was ist hier geschehen? Ich fürchte, der Schwarze Ring wird sein Ziel bald erreicht haben. Ahu und ich haben verzweifelt versucht, sie aufzuhalten. Doch seit der Dämon des Schwerts befreit wurde, sind sie übermächtig geworden. Wenn sie ihre Pläne vollenden, sind wir alle verloren. Die Hölle und das Chaos werden triumphieren. Aber nun, da ihr hier seid, meine Gottheit, finden wir vielleicht einen Weg, uns ihnen entgegenzustellen. Aber wir müssen rasch handeln. Was ist das Ziel? All das Elend, das Böse, das Chaos, das sie angerichtet haben, diente nur einem Zweck. Die geeigneten Bedingungen zu schaffen, um den Herrn des Chaos herbeizurufen. Chaos war der erste Gott und er hasste die Welt, die von den anderen Göttern erschaffen wurde. Das kennen wir ja schon. In vergangenen Zeiten war er einige Male nahe dran, uns zu besiegen, doch stets scheiterte er. Meine größte Furcht ist, dass der Dämon der Lügen selbst nur ein kleiner Teil der Seele des Herrn des Chaos mit Hilfe des Schwarzen Rings die finstere Gottheit selbst wiederbeleben könnte. Strange, aber okay. Diese verabscheuungswürdige Tat werden sie, da bin ich mir sicher, im Verlies am Schwarzen See begehen. Wir müssen euch so schnell wie möglich dorthin geleiten. Ja, wenn er einmal besiegt wurde, können wir das auch. Wenn sie den Herrn des Chaos in einem sterblichen Körper erstehen lassen, wird seine Macht gewaltig, jenseits des Vorstellbaren sein. Er könnte die Welt versklaven, mit seiner Magie oder die Pforten zur Hölle aufstoßen und allen Dämonen und verdammten Seelen den Weg in unser geplagtes Land ebnen. Er könnte auch einfach alles zerstören und das Universum zurück ins Urchaos stürzen. Ich glaube, die Bedingungen für seine Wiederkehr sind erfüllt und der Schwarze Ring wird keine Zeit verlieren, herbeizurufen. Aber ich bin die Göttliche von den guten Göttern selbst gewählt. Ihr habt keine Vorstellung von den Kräften, die ich im Totenreich entdeckt habe, die übrigens nicht so groß sind, leider. Naja. Ich werde den Herrn des Chaos in seine Schranken verweisen und die gesamte Welt wieder ans Licht führen, hoffentlich. Nein, im Kreise seiner Getreuen und mit der Unterstützung des Dämons der Lügen ist er ein zu mächtiger Gegner für euch. Unsere einzige Hoffnung liegt darin, zu verhindern, dass man ihn herbeiruft. Wie denn? Ihr müsst in ihr Machtzentrum, das Verlies am Schwarzen See, vordringen und erscheint dieses Ritual verhindern. Das wird wohl das Finale sein. Wie gelange ich dahin? Ich kenne die genaue Lage, meine Gottheit, aber es gibt ein Problem. Um das Verlies herum erstreckt sich der See, der mit der Geisterwelt des Totenreichs vergleichbar ist. Keinem lebenden Wesen ist es möglich, den See zu überqueren. Ja, zum Glück sind wir göttlich. Aber wenn ich den See nicht überqueren kann, ist alles verloren. Wartet einen Moment, meine Gottheit. Ein Wesen wie ihr verfügt über mächtige Zauberkräfte. Ich bezweifle nicht, dass ihr bei eurer Auferstehung von den Toten bereits einiges davon entdeckt habt. Es steht geschrieben, dass der Göttliche die Macht besitzt, sich in einen Geist zu verwandeln. Ja, deswegen, ich wusste, dass wir sie irgendwie brauchen. Eine Daseinsform ohne sterbliche Hülle. Ich glaube, wenn ihr das dazu imstande wäret, könnte es euch gelingen, den See unbeschadet zu überqueren. Ich bin aus dem Totenreich zurückgekehrt, aber ich weiß nicht, wie ich mich in einen Geist verwandeln soll. Doch eigentlich weiß ich schon. In vergangenen Zeiten, als die Götter noch über die fruchtbare Erde wandelten, ich wollte schon wieder furchtbar lesen, hätte ein anderer Göttlicher euch alles gelehrt. Aber da ihr nun der Einzige seid, bleibt uns nur eine Lösung, wie ich befürchte. Ihr müsst mit jemandem sprechen, der zu dieser Zeit gelebt hat. Und betet dafür, dass er euch das Geheimnis offenbaren kann oder euch den Weg weist, es in euch selbst zu finden. Ich spüre die Furcht in eurem Herzen, Zandalor. Wer ist dieses uralte Wesen, mit dem ich sprechen soll? Nun, sein Name ist der Schwarze Patriarch und er ist ein Drache. Ein Drache? Ich soll einen Drachen fragen, wie ich mich in einen Geist verwandeln kann? Das ist Wahnsinn. Er wird mich auf der Stelle in einen Geist verwandeln und ebenso endet meine sterbliche Hülle als Drachenkot. Geil. Ja, wirklich? Aber ich fürchte, dieser gefahrenvolle Weg ist auch der einzige. Ich weiß nicht genau, wo sich der Patriarch aufhält, aber Ahu und ich konnten eine Ork-Patrouille belauschen, die über eine große, schwarze, übellaunige Bestie gesprochen haben, die im Nordwesten leben soll. Okay, Nordwesten, da waren wir doch. Das hört sich haargenau nach ihm an. Ich schlage euch vor, mit eurer Suche in dieser Richtung zu beginnen, meine Gottheit. Jo, okay. Ja, ihr habt recht, doch folgt uns zunächst in das Dorf, damit ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Aber, warte. Yay. Das Beschwörungsritual auffallen. Ich muss eine körperlose Form annehmen, um die Sümpfe zu überqueren. Jo, also das werden wir auf jeden Fall noch machen. Wir werden auf jeden Fall zu den Patriarchen gehen. Das hier ist das Dorf. Wow. Einfach nur wow. Was haben wir hier Schönes? Der weiße Löwe. Den kennen wir, glaube ich, nicht. Vor langer Zeit schrieb sich ein
Junge, dem das Talent für die Magie in die Wiege gelegt war, in der berühmten Akademie der arkanen Künste Rei Alor ein. Der Junge trug den Namen Aelgon und er wurde von einigen der mächtigsten Magier von Rivellon unterrichtet. Als Aelgon das Mannesalter erreicht hatte, machte er die Entdeckung, dass das Leben mehr zu bieten hat als dunkle Kammern gefüllt mit staubigen Büchern. Eines heißen Sommertages stahl er sich aus der Akademie davon und begann ein neues Leben in den Wäldern, nahe der Siedlung Aleroth, okay. Es wurde schnell bekannt, dass Aelgon eine seltene Begabung für die Verwandlung besaß und mühelos jede beliebige Tierform anzunehmen vermochte. Seine Lieblingsgestalt jedoch war die eines weißen Löwen. Das heißt, wenn man einen weißen Löwen durch die Wälder laufen sieht, so erblicke man keinen geringeren als Aelgon selbst. Interessant, Leute, aber der Part ist auch vorbei. Ich hoffe, das mit dem Mikrosound ist in Ordnung. Ich habe das Mikro noch nicht so lange, deswegen dauert noch vielleicht noch ein bisschen, bis ich mich da richtig angepasst habe. Beim nächsten Mal werden... Xandalor, du warst gerade noch hier. Warum bist du jetzt auch immer da oben? Beim nächsten Mal werden wir uns in Richtung des Drachen begeben, der uns die Geisterform lehren soll. Dorf im Ödland, okay. Und mal schauen, was sich dort uns bieten wird oder was wir dort, ja, ob wir noch ein bisschen mehr über die Geistergestalt lernen. Vielleicht kriegen wir einfach eine längere Geistergestalt dadurch. Vielleicht hätte ich gar nicht den Punkt rein investieren müssen. Naja, egal. Aber wenn wir nur noch einen Bonuspunkt da kriegen, das wäre ja auch schon was. Ich werde jetzt gleich nochmal gucken, was ich reparieren kann, weil unsere Sachen sind ja gerade ziemlich kaputt gegangen durch den Mist. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Divine Divinity. Tschüss, Leute.